Ja, liebe Aufrufer, hier ist ein mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit. Und zwar, wenn Sie jetzt hingucken, dann sehen Sie die Übertragung dieser Lichtgeschwindigkeit Nummer 628 in Lichtgeschwindigkeit. Der elektrische Strom bewegt sich hier von der Surferstelle zum Empfänger in Lichtgeschwindigkeit. Das ist Lichtgeschwindigkeit, wie sie lebt. Ich habe was ganz Schönes mir ausgedacht, die Erfahrung mit hellen Lichtern und Dunkelheit, und dann auf dem Video kann man gar nicht sehen. Hier ist nämlich ein Seitenkanal, das ist die Alster, stadtauswärts oberhalb der Außenalster, und hier rechts diese Lichter, das ist der Leinpfad in Winterhude heißt der Stadtteil. Das ist wirklich eindrucksvoll. Auf dem Weg hierher habe ich gedacht, ich mache hier eine kleine Aktion auf der Straße, nämlich die Umbenennung, dieses heißt hier Klärchenstraße, die Umbenennung des Leinpfades in Hartz-IV-Straße. Das wäre interessant, weil wahrscheinlich die Leute, die hier wohnen, das sind nicht Menschen, die ihr Geld mit Arbeit verdienen, sondern mit Kapitalien. Anders geht das gar nicht. Das kann ein normal erstklassig studierter Mensch, ein Professor oder ein Arzt oder so, ohne zu erben, sich nicht leisten. Das ist ein wirklich, eben hat schon jemand gesagt, erschütternd. Nee, erschütternd finde ich das nicht. Das ist sehr eindrucksvoll. Also hier mal so ein Weihnachtshaus auf der Brücke. Es ist so dunkel. Also dieses, ich stehe auf einer Brücke und hier ist statt einwärts, ich halte es mal still, wenn man das sehen kann. Kann es sehen. Also in der Mitte, da blinkt am Himmel was. Das ist der Fernsehturm von Hamburg. Das ist also Blick Richtung hier, quasi St. Pauli, also Richtung Hafen jetzt, ganz übertrieben. Also ich habe ein Thema heute, nämlich der Fall Schäuble. Und zwar, vielleicht komme ich jetzt mal selbst hier ins Bild. Ich erfülle jetzt langsam wieder das Kriterium der Kunst der Dummen, die Symmetrie. Mein Gesicht ist nicht mehr ganz so unsymmetrisch, wie es war. Aber es geht auch ohne Symmetrie von Fall zu Fall. Also es geht sogar ohne Kunst, was man gar nicht glauben mag. Hier ist also die CDU, Geschäftsstelle des Landesverbandes Hamburg als Bundesland. Hier hängt eine etwas feuchte Fahne. Und ich dachte, dass die hier noch über den Parteitag, der heute begonnen hat, hier vielleicht Planspiele machen. Das ist aber nicht der Fall. Also Leinpfad 74, die CDU. Und das ist gemessen an den ganzen anderen wunderschönen, tollen Grundstücken hier. Doch wirklich nicht übertrieben. Wirklich dezent. Naja, also es geht um folgendes Problem. Das ist also hier die Klärchenstraße, Ecke Leinpfad, CDU. Die haben hier bis in die halbe Höhe vergittert. Wir werden wissen, warum. Und das ist die CDU-Landesvilla hier sozusagen in Hamburg, Winterhude. Und aber mein Fall Schäuble, da hat also jetzt tatsächlich, nachdem alle möglichen Sprecher gesprochen haben und die Medien, das Handelsblatt, Stern.de, Bild, das Thema jeden Tag groß hatte, wird Schäuble zurücktreten, wird man ihn dazu bewegen, wann wird er zurücktreten, wird das Kabinett umgebildet, wird sich das in der jetzt anstehenden, morgen stattfindenden Bundesvorstandswahl der CDU, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel zum Beispiel steht ja auch zur Wiederwahl, der Vorstand wird aufgefüllt und so weiter, der CDU, wird sich das ausdrücken, wo die CDU sozusagen hingeht. Also hier bin ich in der CDU-Geschäftsstelle von Hamburg und alle dementieren das. Eines steht fest, der Herr Schäuble kann seit Jahren als Invalide seine Arbeit nicht so machen, wie er es machen müsste. Der Herr Schäuble kann an Wahlkämpfen natürlich nur bedingt teilnehmen, aber was jetzt eindeutig geworden ist, also jetzt stelle ich mal das CDU-Haus hier hin. Und mich davor, wenn das geht, so, bin ich etwas leiser, und der Herr Schäuble
der jetzt von allen gelobt wird und so weiter, um nicht zu sagen weggelobt wird, drückt sich natürlich nicht selbst aus, aber in den Hauptanträgen für den CDU-Parteitag kann man sehen, an was es alles gebricht. Das sind die Unvereinbarkeiten in der Steuerpolitik. Da verspricht die FDP das eine, die CSU das andere, Herr Schäuble das dritte und dann sagt Herr Schäuble jede Woche was anderes, insbesondere in den Wahlkämpfen. Mit Blick auf die Kommunalfinanzen hat der Bundesfinanzminister Schäuble überhaupt keine Ansagen gemacht, was auch nicht geht. Das ist eine Unzuverlässigkeit gegenüber den Wählern. Und was ich hier zum Besten geben wollte, war eigentlich aus dem Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nun eine Art Leitartikel von Jürgen Kaube, der ein Soziologe ist, ein kluger empirischer Soziologe, Professor und der Redakteur für Forschung und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gestern am Samstag, den 13., da hat Herr Kaube nun geschrieben, der Fall Schäuble jetzt mit Blick auf einen möglichen Rücktritt sei eine Heuchelei. Und zwar der Kaube völlig unsoziologisch und folkloristisch, also unfassbar falsch, meint also beispielsweise, es sei doch egal, ob jemand in einer Firma oder in einem Vorstand oder in einer Hierarchie mal eben niedergemacht wird oder beleidigt wird oder durch den Kakao gezogen wird, wie der Pressesprecher des Finanzministers Schäuble in dieser Pressekonferenz vor anderthalb Wochen. Das sei doch egal, der einzige Unterschied sei doch nun hier, dass nur die Journalisten anwesend gewesen seien und die Öffentlichkeit. Und dann sagt Herr Kaube auch zum Schluss seines Artikels nochmal, nur die mediale Aufmachung bei YouTube, dieser YouTube-Videos, wie dieses, was ich hier auch mache, kann doch nicht Grund dafür sein, dass indem man den Gescholtenen dort gefühlsmäßig nachvollziehen kann, hieraus einen Fall Schäuble zu machen. Und da, ich kann nur sagen, Herr Kaube, in beiden Fällen irren Sie völlig, genau wie Marshall McLuhan natürlich völlig falsch liegt, wenn er sagt, das Medium is a message. Es geht hier nicht um das Medium, sondern es geht um die geistig-soziale Durchdringung der Gesellschaft mit dem Thema, nämlich, dass dieses YouTube-Video in seiner medialen Aufmachung ja nur wiedergibt, genau wie diese Pressekonferenz selbst auch. Etwas anderes ist, findet so etwas hinter verschlossenen Türen statt oder in einer öffentlichen Pressekonferenz. Und es geht ja auch nur um das Symbol, das Herr Schäuble zeigt, dass wenn er nicht unter Drogen steht, dann leidet er inzwischen an einer Persönlichkeitsveränderung, wenn er nämlich tatsächlich über das eigene Maß hinaus sich nicht mehr enthalten kann, Witzchen zu reißen und Quatsch zu machen, von dem er selber meint, das sei jetzt aber doch ein bisschen zu viel des Guten. Und mit anderen Worten, der Minister Schäuble wird also abtreten. Die Frage ist, wann tritt er ab? Denn es ist nicht sein persönlicher Fall, sondern hier ist eine Frage unserer deutschen Politik und der Bundesregierung natürlich auch, nämlich es wird dann zu einer Umbildung des Kabinetts kommen und da ist eine ganze Menge zu bedenken mit Blick auf die Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, was der CDU-Parteitag daraus macht und stehe also hier vor der CDU Hamburg am Leinfahrt an der Alster und bedanke mich für den Aufruf. Ob hier was zu sehen ist, außer zu hören, weiß ich nicht, aber ich hoffe.